Freude und Ehre, hier eingeladen zu sein. Es ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich wirklich in Linz bin. Ich kann es gar nicht glauben. Aber Sie wissen ja, in Linz beginnt es. Und deswegen bin ich sehr, sehr gerne hierher gekommen, weil wir über ein Thema, ich setze mich einfach mal hin, dann haben wir es gemütlicher, weil wir über ein Thema reden werden, über das wir reden müssen. Denn jeder und jede von Ihnen wird in irgendeiner Form von der Digitalisierung betroffen sein, vom digitalen Wandel, den wir oft als einen Tsunami erleben, der einfach über uns kommt. Das geht den Informatikern nicht viel anders. Nur, dass wir das schon 10 Jahre vorher mitbekommen. Also vieles von dem, was uns heute als im normalen Leben so überrascht, ist absehbar, aber deswegen nicht weniger dramatisch. Und wir müssen deswegen darüber reden, weil sich die Informatik, deren Zunftvertreter ich eigentlich ja bin, sich allzu lange aus diesem Diskurs darüber, glaube ich, zurückgezogen hat. Und eher gesagt hat, gut, wir bauen das halt und was damit passiert, dafür kann ich nichts, wir haben es eben nur gebaut. Und angesichts des Einflusses dieser Digitalität dämmert es jetzt auch deren Erbauern mehr und mehr, und Sie lesen es ja auch immer wieder in den Zeitungen, aus den Meldungen von prominenten Leuten, die große Firmen in Amerika und sonst wo vertreten, dass die Geschichte nicht ganz so einfach ist. Technology is neither good nor bad, nor is it neutral. Technologie ist weder gut noch schlecht, aber schon gar nicht neutral. Das ist ein berühmtes Gesetz, das einer der großen Pioniere dieses Denkens formuliert hat. Und dem Ganzen habe ich versucht, ein bisschen nachzugehen in diesem Buch. Ich habe festgestellt, dass es nicht so ganz einfach ist, da jetzt eine Lesung draus zu machen. Andererseits weiß ich bei meinen Vorträgen nie, was wirklich passiert. Also wir werden einfach ein bisschen darüber reden, ich werde ein bisschen was präsentieren. Sie werden spektakuläre Rechner kennenlernen, die Sie so noch nie gesehen haben und die wir entzaubern werden. Und wenn wir dann in ein Gespräch kommen oder schon gerne auch zwischendurch, wenn Sie Fragen haben oder wenn ich etwas unverständlich erkläre, melden Sie sich einfach. Das ist mir das Allerwichtigste, denn wir müssen miteinander reden. Das ist der Punkt. Gut, Homo Cyber, ein Bericht aus Digitalien. Der Titel, das wird der eine oder andere von Ihnen eh schon gemerkt haben, nimmt stark Bezug auf dieses Buch von Max Frisch, Homo Faber, das ja 1957, glaube ich, für Furore gesorgt hat, weil der Frisch, ein großer Schweizer Schriftsteller, da das erste Mal die Seele des Ingenieurs seziert hat. Das war so die große erste Technologiewelle, die dann im Wesentlichen in der Atomenergie oder der Atombombe gipfelte. Und das hat eine neue Sorte von Berufsgruppe hervorgebracht, und der Frisch hat eben diesen Menschen, Walter Faber, das ist der Protagonist dieses Buchs, einfach in eine ganz wirre Liebesgeschichte hineinversetzt, um zu zeigen, dass die sachliche Herangehensweise, die er als sein Lebensmotto protegiert, er sagt immer, ich kann nur berichten, was ich weiß. Es gibt nichts außerhalb dieser technologischen Ansatz, wo er das im Innersten erschüttert. Und das ist irgendwie etwas, was mich sehr inspiriert hat. Also Sie werden sehen, dass der erste Satz von Homo Faber auch der erste Satz dieses Buchs ist, und der letzte Satz ist auch der letzte Satz dieses Buchs. Und es gibt sogar einen Dialog darin zwischen Homo Faber und Homo Cyber, die sich im Juli letzten Jahres in einem Wiener Kaffeehaus getroffen haben, als es so fürchterlich heiß war, und ein bisschen über die Welt und so unterhalten haben. Und das ist also eine der Quellen daraus, wo das herkommt. Geschrieben habe ich das Buch aber eigentlich aus einem Anlass, der den meisten von Ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. Dieser Anlass ist der 400. Geburtstag des Digitalrechners.
Wir denken ja alle, Digitalrechner, das ist so eine Erfindung irgendwann aus den letzten 30, 40 Jahren oder so, als man den Transistor mal hat, der so gebaut hat. Aber digital, das kommt von einem lateinischen Wort, das wissen Sie wahrscheinlich. Wo sind die Lateiner? Bitte? No. Digitus, der Finger. Also digital rechnen heißt nichts anderes als rechnen, nichts anderes als rechnen wie mit Fingern. 1, 2, 3, 4, 5. Und im Gegensatz zum Analogrechnen haben wir es dann mit, wie soll ich sagen, getrennten Zahlen zu tun, diskreten Zahlen, sagt der Mathematiker. Nicht? Zwischen 1 und 2 ist nichts dazwischen im Digitalen. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Annahme oder ein ganz wichtiger Hintergrund, eine Seitenbedingung quasi, dass uns das klar ist, dass wir, wenn wir digital die Welt anschauen, die Welt in Stufen anschauen. Es läuft dann im Endeffekt auf diese berühmte Idee heraus, alles mit Nullen und Einsen zu betrachten, weil das halt das Einfachste ist, wo man so mit zwei Fingern rechnen kann. Und das ist halt sehr schnell schwarz oder weiß. Ja, und da ist aber nichts dazwischen. Wir alle wissen aber, dass zwischen schwarz und weiß noch viele Grautöne sind. Und sogar Farben. Wenn ich ins Publikum schaue, sehe ich viel Rot und etwas Blau und leichtes Lila. Hellblau, rosa, wunderbar und da hinten noch grün. Das alles muss uns klar sein, das alles geht verloren, mal a priori, wenn wir in diese digitale Welt umsteigen. Trotzdem hat das natürlich einen Grund und dieser Grund liegt eben tatsächlich 400 Jahre zurück und Sie werden es nicht glauben, in Linz beginnt's. Linz beginnt. Sie kennen sicher den Herrn auf der linken Seite, Johannes Kepler. Der war ja so um Anfang des 17. Jahrhunderts hier in Linz als Professor tätig. Und wie Sie vielleicht auch wissen, hatte der Kepler eine Mutter, die im Jahr 1617 in Württemberg in der Hexerei angeklagt wurde. Und er hat beschlossen, sie zu verteidigen, hat dann seinen Job hier geschmissen, ist erst nach Regensburg gezogen und dann hat sich auf den Weg zu dieser Gerichtsverhandlung gemacht und auf dem Weg kommt er in ein Dorf namens Nürtingen. Das kennen Sie vielleicht, weil der Harald Schmidt da geboren ist. Dieser deutsche Wunderknabe. Und trifft dort den dortigen Pfarrer, Wilhelm Schickhardt, auf der rechten Seite zu sehen. Und die kommen ins Ratschen, schließen Freundschaft. Der Schickhardt ist dann kurz darauf Professor für Hebräisch an der Uni Tübingen geworden und der Kepler hat ihm halt erzählt, dass diese ganze Rechnerei mit seinen Planetenbahnen und all das Zeug, es ihm tierisch auf die Nerven geht und vor allen Dingen auch immer wieder Fehler passieren und das ist einfach ein unbefriedigender Zustand. Und dann sagt der Schickhardt zu ihm, naja, dann lass mich doch für dich eine Maschine bauen, die das Ganze automatisiert und dadurch einfach Fehler verhindert. Ja, diese Maschine hat er gebaut, da gibt es also, wir wissen von ihr durch einen Brief vom 20. September 1623, wo er so eine Zeichnung überliefert hat und es gibt auch eine lateinische Bastelanleitung an seinen Mechaniker, Pfister hieß der, die wurde auch gebaut, diese Maschine, aus Holz und ist dann allerdings kurz danach verbrannt, sodass wir also von ihr einfach nur durch diesen Brief wissen. Was aber dazu geführt hat, als man ihn gefunden hat, der ist irgendwo in St. Petersburg aufgetaucht, so in den 50er Jahren. Und dann gab es einen Tübinger Professor, der sich hergemacht hat und diese Maschine nur aufgrund dieser Zeichnung rekonstruiert hat. Das sieht dann also so aus. Und das kann man eben deswegen mit Fug und Recht als ersten Digitalrechner bezeichnen, weil diese Maschine mit Zahnrädern arbeitet. Und Zahnräder sind ja nichts anderes als genau diese Digitalisierung. Nur, dass ich halt im Zehnersystem, im Dezimalsystem rechne, wie wir es gewohnt sind. Ne? 0 bis 9 haben wir 9 Ziffern, also wenn ich ein Zahnrad habe mit 9 Zähnen, dann kann das genau jeder Zahn, oder 10 Zähne müssten es sein eigentlich, und ich nummeriere die durch, dann kann jeder Zahn eine solche Ziffer quasi repräsentieren. Und wenn ich dann hergehe und zum Beispiel so ein Zahnrad nehme und die Ziffer 5, das
der Zahn Nummer 5 ist gerade oben und ich drehe das um 3 Zähne weiter. Kann man sich das vorstellen? Dann ist der Zahn Nummer, was ist dann oben? Der Zahn Nummer 8 und ich habe gerade 5 plus 3 gerechnet. Ja? Und wenn ich dann nochmal 3 dazu zähle, jetzt denken Sie ganz scharf mit, was kommt dann für ein Zahn nach oben? Der nächste ist 9, der nächste ist 0, dann ist Zahn 1 wieder. Aber das ist genauso, wie wir auch rechnen. Sehen Sie das? 8 plus 3 ist 11, nur dass wir einen Übertrag haben. Das muss man noch dazu bauen, das hat er auch gemacht. Und dieser Übertrag ist im Wesentlichen nichts anderes als ein großer Zahn, der einmal, jetzt vor ein Zahnrad sich einmal sich komplett umdreht, in das nächste Zahnrad eingreift und das um 1 weiterdreht. Kann man sich das vorstellen? Genial. Sie wären auch drauf gekommen natürlich, hätten wir es Ihnen als Aufgabe gegeben. Naja, aber irgendwer muss es halt erfinden und das war eben der Kollege Chicard. Und das ist dann im Laufe der Jahrhunderte etwa mehr und mehr verbessert worden. Also das war jetzt 1623, 1646 hat Blaise Pascal, großer französischer Philosoph, der war 17 oder 18 und sein Vater ist irgendwie als Finanzbeamter zur Strafe in die Normandie versetzt worden und hat dort den ganzen Tag auch wieder nur addiert und addiert und addiert und der Sohn wollte also etwas Quality Time und hat dann mit seinem Vater so eine Maschine gebaut, die ist überliefert. Also von dieser Pascaline gibt es ungefähr noch 10 Exemplare, die in verschiedenen, also in Dresden steht eins, glaube ich, in Bonn, im Arithmeum steht eins, in Paris natürlich, in Zehner. Und er hat das also die ganze Geschichte perfektioniert, weil das Problem an der Chicardschen Maschine, nur ganz kurz nochmal erwähnt, ist tatsächlich dieser Übertrag. Weil so ein Übertrag, das wissen die von Ihnen, die noch uralte Autos kennen, wenn man da bei 99.999 Kilometer war, dann hat sich das ja so, und fährt noch einen Kilometer weiter, dann geht es ja durch diese ganze Reihe durch. Das heißt aber hier, dass man da quasi mit einer Drehung im letzten Zahn ganz viele solche Hebel drehen muss und da werden dann Hebelgesetze wirksam und das geht also nicht unbegrenzt, weil die Kraft, die man dafür braucht, so stark ist durch Reibungskräfte, dass man es einfach nicht erdreht. Da bricht so ein Zahnfall ab, wenn er aus Holz ist und das war's. Der Pascal hat das zum Beispiel ganz genial gelöst. Er hat das so gemacht, dass er, darf ich ein bisschen erzählen oder sowas, ist das interessant? Er hat das also so gemacht, dass da beim Umdrehen um einen ganzen Zahn, nicht ein anderer Zahn ins nächste eingegriffen hat, sondern der hat ein Gewicht hochgehoben. Und wenn dann der letzte Zahn umgedreht war, ist das Gewicht runtergefallen und hat dann die nächsthöhere Stelle um 1 weitergedreht. Sodass, wenn ich dann also lauter Neuner habe, und habe wieder die Situation, dann macht er so klack, 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 klack. Aber ich habe das Weiterdrehen verteilt. Das Klack, jedes Klack ist ein Klack. Und ist nicht davon abhängig, dass das nächste auch noch weitergedreht werden muss. Weil das kann man sich vorstellen. Ist also sehr erfolgreich gewesen damals, auch kommerziell erfolgreich, 10 Exemplare, das ist schon was für den Computer. Wir reden von 1646. Die hatte nur den Nachteil, dass man damit nur addieren konnte. Logischerweise, weil wenn ich subtrahieren will, wenn ich beim Chicard subtrahiere, drehe ich einfach in die andere Richtung. Bei Pascal geht es nicht, weil halt diese Gewichte nur hochgehen, wenn ich in der Addierrichtung drehe. Da musste der sich ein Verfahren einfallen lassen, wie ich den Subtrahieren, weil subtrahieren möchte natürlich auch, ne, ist eh klar, wie er den subtrahieren kann, indem man addiert. Und das klingt jetzt für Sie wahrscheinlich völlig komisch, aber es geht tatsächlich, wenn ich es geschickt mache, dass ich, wenn ich eine Zahl von einem anderen abziehen will, eine quasi magische Zahl stattdessen dazu zähle und ein Ergebnis kriegt, das, sagen wir mal, um 100 zu groß ist, aber wenn ich diese 100 dann wieder abziehe, dann bin ich da dabei. Und so etwas zum Beispiel, und das ist jetzt der nächste Beweggrund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, sowas finden Sie heute in jedem Ihrer Smartphones, in jedem Ihrer Computerchips, genau so addiert heute noch ein Rechner, wie das Pascal sich 1646 ausgedacht hat. Also dieses ganze digitale Zeugs, das hat eine riesige Vorgeschichte. Und dass wir dem so ausgeliefert scheinen, das liegt eben auch daran, dass wir nur das Ergebnis sehen.
und nicht sehen, dass da wirklich 300, 400 Jahre die klügsten Köpfe Europas und der Welt viele, viele, viele Millionen Stunden verbracht haben, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, wie man sowas denn tun kann. So dass also das, was da rauskommt, irgendwie auch immer mit diesem Erfindern eng verbunden ist. Leibniz zum Beispiel, Leibniz war der Nächste, kennen Sie auch, großer deutscher Philosoph, wollte die ganze Zeit, es war sein Lebenstraum, einen Job am Kaiserhof in Wien haben und hat sich da also 40 Jahre drum bemüht, Problem war, er war evangelisch, er war irgendwo in, ich weiß gar nicht, wo in Oldenburg oder so, Bibliothekar, und am katholischen Kaiserhof ist das natürlich ein Problem. Ja, aber er wollte sich da so reinschleichen, auch mit Hilfe einer Rechenmaschine, die er versucht hat zu bauen. Er ist über den Pascal hinausgegangen, indem er das erfunden hat, was wir heute einen Takt nennen. Wir haben vielleicht schon mal gehört, dass so Rechner getaktet sind, weil diese 4 Gigahertz oder was da immer steht, vielleicht haben Sie das nicht gehört, aber so ein Rechner arbeitet also wie eine Uhr. Da ist so eine schnelle Uhr drin und immer wenn die Uhr sagt jetzt, dann ist irgendwie ein Zustand, in dem man was anfangen kann. Und das passiert halt Millionen und Milliardenfach in der Sekunde. Das muss man eben auch erstmal so konzipieren, das geht auf Leibniz zurück. Und auf Leibniz geht auch dieses Binärsystem zurück, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, diese Idee, dass ich die ganzen Zahlen statt mit 10 Ziffern auch nur mit 2 Ziffern darstellen kann. Das klingt erst ein bisschen ungewohnt, aber wenn man sich das überlegt, unsere Darstellung mit 10 Ziffern, das ist eigentlich, also wenn ich sage 2024 zum Beispiel, das Jahr, in dem wir sind, das ist eigentlich eine Abkürzung dafür, dass ich sage, das ist 2000 plus 20 plus 4. Okay? Nur eine Abkürzung, eine kurze Schreibweise dafür. Und 2000 ist 2 mal 1000. Und 20 ist 2 mal 10. Und 4 ist 2 mal 1. Und das kann man mit Hilfe sogenannter Zehnerpotenzen darstellen. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Dass also 10 hoch 1 ist 10, 10 hoch 2 ist 100, 10 hoch 3 ist 1000. 10 hoch 0 ist 1. So dass ich also eigentlich 2024 heißt 2 mal 10 hoch 3, 2000, plus 2 mal 10 hoch 1, plus 4 mal 10 hoch 0. Jetzt, wenn ich das aber weiß, dass es einfach so eine Abkürzung ist, dann hindert mich überhaupt nichts daran, statt 10 hoch irgendwas, vielleicht 9 hoch irgendwas zu schreiben, oder 60 hoch irgendwas, oder 4 hoch irgendwas. Die Struktur bleibt völlig identisch. Es ist immer dieses abgekürzte Summen. Und dadurch bleibt das Rechnen auch völlig identisch. Und so hat man sich, oder denkt man heute, hat man sich dann halt auf dieses Zweiersystem geeignet, weil es einfach die einfachste Version davon ist. Da habe ich nur 0 und 1. Da brauche ich keine 10 Zahnradzähne, sondern ich brauche nur 2 Zustände, die ich unterscheiden kann. Aber in Wirklichkeit hat der Leibniz das erfunden als Antwort auf ein theologisches Problem. Es gibt einen Brief von ihm, vom Neujahrstag 1697, an seinen Chef, den Herzog Ulrich von Wolfenbüttel. Und in diesem Brief erklärt er ihm seine Lösung der Schöpfung aus dem Nichts. Der Creatio ex nihilo, sagt der Latein. Wie kann also sein, dass hier überhaupt in dieser Welt etwas ist und nicht nichts? Das ist ja schon komisch, dass wir hier sind, dass es hier Tische gibt und Bücher und nette Gastgeber und Computer und so. Wie kann das eigentlich sein? Und Leibniz argumentiert in diesem Brief, das ist ja ganz einfach. Nehmen Sie die Mathematik. Da haben Sie 0 und 1 und nur mit diesen beiden Gegenpolen können Sie die ganze Mathematik erschaffen. Weil in dem Moment, wo Sie damit Zahlen schreiben, können Sie damit addieren. Wenn wir addieren können, können wir, haben wir von Pascal gesehen, auch subtrahieren. Multiplikation ist nur mehrfaches Addieren. 5 mal 3 ist halt 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, 5 mal.
Dividieren ist mehrfaches Abziehen. 15 geteilt durch 3 ist 15 minus 5, minus 5, minus 5, mache ich 3 mal, bin ich bei der 0. Und 15 durch 5 ist 3. Also eigentlich, ich brauche nur diese Zahlen. Und genauso, sagt Leibniz in diesem Brief, verhält es sich mit dem Nichts, dem Nullum und dem einen Schöpfer, dem einen Gott, Unum, aus dieser Spannung zwischen Null und Eins, zwischen Nullum und Unum, kann man eine ganze Welt kreieren. Und wir sehen es in der Mathematik, sagte Leibniz. So ist das entstanden, diese Idee. Ja, und das ist natürlich ein, man kann schon fast sagen, ein metaphysischer Hintergrund, der sich aber andererseits wieder in unserer Lebenswelt widerspiegelt, auch wenn wir das nicht so wahrnehmen wollen. Denn diese Spannung zwischen 0 und 1 bedeutet ja gerade, ich spanne es irgendwo auf zwischen Schwarz und Weiß. Aber die Welt ist, wie ich am Anfang gesagt habe, eben tatsächlich bunt. Und wenn ich das so denke, auch in dieser Leibnizschen Idee, dann wird die Welt trotz alledem binär. Das hat dann zu zahlreichen dualistischen Ansätzen geführt. Wie wir sie auch in Religionen kennen. Sie haben vielleicht mal vom Zoroastrismus gehört. Das ist eine Religion, die Perser, glaube ich. Bitte? Ich glaube auch Perser. Glauben Sie auch, gell? Ein Perser geschaffen hat, wo es also den Lichtgott Ahura Mazda heißt der, glaube ich, gibt. Und der Lichtgott kämpft immer gegen die Dunkelheit und in dieser Spannung befindet sich das ganze religiös-spirituelle Leben. Zoroastra, der hat dann den Namen hergegeben für Zarathustra und den kennen wir natürlich wieder von Nietzsche und in der Tat spielt in meinem Buch auch Zarathustra eine große Rolle, so heißt nämlich meine Schildkröte hier, die habe ich Ihnen mitgebracht und also sie hat schon einiges erduldet in den letzten Monaten, sie schaut immer noch ziemlich fit aus, Gott sei Dank. Und der tobt sich also in manchen Kapiteln hier nachhaltig im nietzschischen Sinne aus und versucht uns da halt die Welt zu erklären. Der Hintergrund, ich komme auf den Hintergrund gleich noch, warum das genau eine Schildkröte ist und kein Elefant, das hat also auch einen Hintergrund. Was ich sagen wollte, ist, dass eben dann so ein Dualismus, Müssen wir immer im Hinterkopf halten, sehr prägend ist für die Art und Weise, wie wir die Welt digital wahrnehmen. Ja? Und dieser Zoroastrismus ist ja immer noch, also Freddie Mercury war zum Beispiel ein Anhänger dieser Religion, ne, der Sänger von Queens. Also das ist jetzt nichts, was uralt ist, sondern dieser Dualismus ist durchaus auch lebendig und natürlich auch lebendig in dem, was wir heute Spaltung der Gesellschaft nennen oder Digital Divide. Es taucht ja immer wieder auf, auch dieses Konzept. Das ist inhärent der digitalen Welt. Ja, das geht eben auf Leibniz zurück. So, jetzt komme ich dann wahrscheinlich schon zum Ende meiner Einleitung nach einer halben Stunde. Sie müssen mir verzeihen, ich bin ein alter Plapperer. Aber vielleicht ist ja doch das eine oder andere dabei. Warum schreibe ich das Buch gerade jetzt? Weil ich glaube, dass wir in der Entwicklung des Digitalen an einem Wendepunkt angekommen sind. Das merkt man einfach daran, dass es jetzt so sehr, natürlich einfach so, dass es so sehr Thema in vielen Zeitungen und in vielen Diskussionen ist und jeder irgendwie das Gefühl hat, es betrifft ihn. Man merkt es aber auch daran, dass bis vor einiger Zeit alles, was so mit digital zu tun hatte, in einem gewissen Sinn einen Welpenschutz genossen hat, auch bei den Informatikern. Das war was Spielerisches. Ja, da hat man einfach ein bisschen so tolle Möglichkeiten, da ist eine Maschine, die tut genau das, was man ihr sagt und da experimentiert man halt ein bisschen rum. Ne? Das sieht dann typischerweise halt so aus, dass man da irgendwo ein Problem ortet und dafür eine Lösung präsentiert. Da gibt es irgendeinen Menschen, der in Kalifornien in der Wüste sitzt und verzweifelt ein Taxi oder eine Mitfahrgelegenheit sucht und nicht fündig wird. Und dann kommt er auf die Idee, na, das kann man ja mit einer App lösen und schreibt eine App namens Uber.
Und 2 Jahre später, und das ist eben der Punkt, warum es ein Wendepunkt ist, 2 Jahre später ist in Wien jeder zweite Taxler arbeitslos. Ich weiß das, weil unser Sohn ein Taxler war. Und das ist eben genau der Unterschied jetzt zu früher. Wenn jetzt heute eine kleine Lösung, die vollkommen legitim ist, eine tolle Idee, Mitfahrgelegenheit in der kalifornischen Wüste. Wenn man das macht, wunderbar. Aber es hat sofort globale Konsequenzen. Wir kommen dem nicht mehr aus, dass wir nicht mehr lokal denken können. Ich sage lokal in einem ganz weiten Sinn, das muss jetzt nicht nur räumlich begrenzt heißen, auch zeitlich begrenzt und inhaltlich begrenzt und Reichweiten begrenzt. Alles, was Sie heute da machen, kann sofort, weil es halt so einfach zu kopieren, so einfach zu verbreiten ist, kann sofort Konsequenzen wirklich für Gott und die Welt haben. Und deswegen ist diese Schildkröte für mich so wichtig. Denn es gibt eine alte Geschichte. Die Geschichte vom Wettlauf zwischen Achilles und der Schildkröte. Sie haben vielleicht schon mal davon gehört. Achilles, der schnellste Läufer der Antike, tritt gegen die Schildkröte Zarathustra an. Also ich habe sie Zarathustra genannt. Und die Schildkröte sagt, naja, du bist offensichtlich, ich brauche gar nicht machen, ich werde das ja verlieren, aber gib mir doch einfach ein bisschen Vorsprung, schau mal, was passiert. Und der Achilles sagt, kein Problem, ich gebe dir 100 Meter Vorsprung und das Rennen beginnt. Und die Schildkröte rechnet sich insgeheim aus, naja, bis der Achilles diese 100 Meter gelaufen ist, bin ich einen Meter weiter. Bis er den einen Meter gelaufen ist, bin ich einen Zentimeter weiter. Und so geht das die ganze Zeit und egal, was der macht, er wird mich niemals einholen. Wie das Rennen ausgeht, ist uns klar. Den Achilles interessiert das überhaupt nicht. Der läuft vorbei. Das ist sogar noch viel schlimmer als diese Geschichte, weil der Zenon von Elea, der sie aufgeschrieben hat, dieser griechische Philosoph, der hat gar nicht danach gedacht, dass der Achilles ja noch weiterläuft. Also die Distanz vergrößert sich ja dann auch. Aber woher kommt das, dass da ein Problem ist? Woher kommt dieses Paradox? Ich kann das am einfachsten, das ist eigentlich ein mathematisches Problem, aber am einfachsten kann man sich vorstellen, dass die Schildkröte eben immer in kleinen Schritten denkt. Und dem Achilles, dem ist das große Ganze wichtig. Das ist das, was man in der Mathematik Integralrechnung nennt. Vielleicht haben Sie davon schon mal gehört. Der Schrecken aller Frommen. Aber das ist genau das. Wenn ich nämlich eine Summe von so kleinen Schritten integriere, kommt eben nicht das raus, was man so denkt, wenn man einfach nur zappelt. Das ist also im Herzen dieses Paradoxons. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, als etwas, was quasi diese Dynamik, die wir erfahren, fasst. Weil bisher hat man immer eher so statisch gedacht, also hier der Mensch. Und dann gibt es hier die Technik und die Technik ist immer besser als der Mensch und dann kommt Günther Anders, vielleicht kennen Sie den, ein großartiger Wiener Technikphilosoph, den nur kein Mensch kennt, weil er mit der falschen Frau verheiratet war. Die Frau war Hannah Arendt, kennen Sie vielleicht, ne? Und die waren beide Schüler bei Heidegger und die Arendt hatte einen Spusi mit dem Heidegger, aber sie hat dann eben den Günther Anders geheiratet, Ende der Karriere. So einfach war das damals, so einfach ist es heute auch noch. Und dadurch kennt den kein Mensch, oder nicht viele jedenfalls. Konrad Paul Lissmann, den kennen Sie vielleicht, hat sehr viel über ihn gearbeitet. Und ich finde den faszinierend und der schreibt eben sehr viel über diese Machtlosigkeit des Menschen angesichts der Technologie, die er ja eigentlich erschafft. Er nennt das prometheisches Gefälle von diesem griechischen Heron Prometheus, der den Menschen das Feuer gebracht hat und eben auch erstaunt war, ob der Kraft, die dieses Feuer entwickelt. Das konnte man nicht vorhersehen. Und genauso wenig können wir vorhersehen, was wir denn eigentlich damit anstellen können, was wir da herstellen. Das heißt, die Idee von Günther Anders. Ne? Aber das ist eine sehr statische Idee. Ich möchte ein bisschen Dynamik einbringen. Und daher ist diese Schildkröte also eine wichtige Inspirationsgeber. Worum geht es in diesem Buch? Das hat der Herr K.
Herge am Anfang ja schon zwar falsch zitiert, aber versucht klarzumachen, haben wir die Technologie, die wir brauchen, und brauchen wir die Technologie, die wir haben? Das ist eine Formulierung eines Kollegen Michael Funk, der Technikphilosoph bei mir in der Forschungsgruppe ist. Ich finde die großartig als ein Ansatzpunkt. Dann kann man sich als Informatiker natürlich überlegen, und was bauen wir denn da eigentlich für eine Welt gerade? Man kann das aber auch noch anders angehen, die Frage, und das hat vor einiger Zeit ein Münchner Soziologe gemacht, Armin Nasehi, der dieses Buch geschrieben hat, Muster, ich weiß nicht, ob Sie das mal gesehen haben, unbedingt lesen, mindestens so gut wie man eigentlich hat. Und der hat sich folgende Frage gestellt, er hat sich eben gedacht, okay, wenn wir von diesem Problemlösungsdenken, das ich skizziert habe, wegkommen wollen, kann man da sich ganz einfach fragen, wenn digital die Lösung ist, was ist denn dann eigentlich das Problem gewesen? Und er verortet das in interessanter Weise im Übergang unserer europäischen Entwicklung zur Stadt. Das also so in der Mitte des 19. Jahrhunderts sind ja immer größere Städte entstanden, und größere Städte bedeutet, man hat da ganz andere Probleme, Hygiene, Abfallentsorgung, Krach, alle diese Dinge, Gesundheitswesen und so. Und das ist also einfach, als systemische Probleme sind die aufgetaucht, und man hat dann angefangen, die zu lösen, indem man Daten erhoben hat. Das ist die Geburtsstunde der Statistik gewesen, als mathematische Disziplin. Und er sagt, okay, und das ist eigentlich der Übergang zu dem, was wir heute Big Data nennen. Und da geht es halt los, und der Rest sind Fußnoten. Das geht halt mit elektronischen Rechnen viel schneller, als wenn man Strichlisten macht. Oder man hat dann Volkszählungen angefangen zu machen, kennen Sie vielleicht Hollerith, diese lustigen Lochkartenmaschinen und so. Also gibt es jede Menge interessantes Zeugs. Aber das ist für ihn also die Antwort auf die Frage, was war denn eigentlich das Problem, wenn digital die Lösung ist? Und die Frage kann man aber verallgemeinern, und das habe ich versucht. Wenn der Computer die Lösung ist, den wir da gesehen haben, was ist denn dann eigentlich das Problem? Das ist also ein Versuch, quasi mal die Perspektive umzudrehen. Und auch das finde ich wichtig und interessant, um mal irgendwie zurechtzukommen mit all diesen Fragen, die da heute hochkommen, die am Anfang auch schon skizziert worden sind. Wie ist das eigentlich mit Hate Speech? Wie ist das mit diesen Shitstorms? Wo sind diese ganzen Versprechungen, die wir hatten? Die Welt wird demokratisch, die Welt wird transparent, es gibt Wissen für alle, es gibt Inklusion, es gibt all diese wundervollen Dinge, die ja man zunächst mal nicht zu Unrecht im Digitalen vermutet hat und die heute umschlagen in genau das Gegenteil. Und denken Sie an diese Ärztin vor einem Jahr, die in den Selbstmord getrieben wurde. Denken Sie an die Alexandra Föder-Schmidt, die man neulich auch, nein, Salzburg, wo hat man sie gefunden? Nein, in Braunau. Nein, die Chefredakteurin der Süddeutschen, die früher beim Standard war, die sich auch offensichtlich nicht mehr ausgehalten hat, was man ihr da in diversen sozialen Medien vorgeworfen hat. Es schlägt einfach um. Und da ist dann schon die Frage, die man sich auch tatsächlich stellt. Stellt man so, okay, welches Problem lösen wir da eigentlich damit? Und ich glaube, man muss diese Frage ganz radikal stellen. Und dann das versuche ich in diesem Buch. Da muss man allerdings zunächst einmal, und das ist jetzt eines meiner Lieblingsabschnitte, dazu muss man sich auch ein bisschen damit beschäftigen, was denn diese Technologie eigentlich ist. Und man muss sie ein bisschen entzaubern, damit man sieht, wo denn ihre Grenzen sind. Und das möchte ich mit Ihnen jetzt gemeinsam machen, da müssen Sie mir jetzt also helfen. Und ich mache das mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz, die ich Ihnen mitgebracht habe. Sie haben sicher von künstlichen Intelligenz schon gehört. Das sind also so geheimnisvolle Maschinen, denkt man sich, die einfach schlauer sind als wir Menschen. Und in der Entwicklung, das ist eine Idee, die ist auch schon sehr lange, geht übrigens auf Leibniz zurück, wenn ich das kurz bemerken darf, auf seinen Calculus Ratiocinator. Das ist sein Konzept, wie man Denken mechanisieren kann. Also der hat allen Ernstes schon darüber auch nachgedacht.
Und dann gab es 1956 so eine berühmte Gründungskonferenz, wo also das Ganze dann als Problem formuliert worden ist. Das ist also schon sehr alt eigentlich, nicht erst vor 5 Jahren entstanden. Und in der Geschichte dieser künstlichen Intelligenz waren immer Meilensteine, wenn so eine Maschine in einem komplizierten Spiel den Menschen besiegt hat. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Garry Kasparov, 1996, oder wer war das? Genau, der Schachweltmeister, der da 1996 oder 97 gegen einen Computer angetreten ist, Deep Blue, und verloren hat. Da ging ein Aufschrei durch die Gesellschaft. Und jetzt ist das Ende der Welt gekommen. Oder 2016, der beste Go-Spieler der Welt, Lee Sedol, als der gegen einen Computer verloren hat. Go ist noch viel, Go ist so ein Japanisch, oder? Sie sind die Fachfrau für uns. Habe ich schon erkannt. Also ein japanisches oder chinesisches Spiel, weiß ich nicht so genau, das viel komplexer ist als Schach. Ja, und der hat ihn also geschlagen mit Zügen, auf die kein Mensch gekommen wäre. Das hat den Herrn Sedol 2019 bewogen, seinen Beruf hinzuschmeißen, an den Nagel zu hängen, weil er einfach nicht mehr damit zurechtgekommen ist, was da diese Maschine tut. So. Die künstliche Intelligenz, die ich Ihnen mitgebracht habe, heißt Dr. Nim. Dr. Nim ist auch ein solches Strategiespiel. Das geht sehr einfach. Da haben Sie, also Dr. Nim ist die Intelligenz. Das Spiel heißt Nim, auch das ist ein wohl chinesisches Spiel. Und eine Variation davon geht folgendermaßen: Sie haben 14 Murmeln, 13 davon sind blau. Die 14 ist gelb, das ist die böse. Und sie spielen gegeneinander. Jeder Spieler hat eine, zwei oder drei Züge, in denen er jeweils eine Murmel nimmt. Also man kann eine, zwei oder drei Murmeln nehmen. Dann kommt der andere dran und dann wieder zurück. Und wer die letzte, die gelbe Murmel nimmt, hat verloren. Nicht so schwierig, ne? Wollte man meinen. Ist auch nicht so schwierig. So, und ich habe Ihnen eben einen Spezialrechner mitgebracht, diesen Dr. Nim. An der Stelle wollte ich eigentlich ein Stück aus meinem Buch lesen zu diesem Thema, damit Sie einen Eindruck haben, wie sich das so liest. Das ist nur eine halbe Seite, aber die passt ganz gut. Das ist eine halbe Seite aus der Einleitung, die Ihnen genau das erklärt. Also jetzt kommt der Vorlesungs... Ich bin ja Professor, ich muss auch vorlesen. Das wissen Sie ja, das gehört zu meinem Beruf. Einleitung, also aus Homo Cyber, wie man eine KI entzaubert. Ich besitze eine Reihe von Computern. Für einen Informatiker ist das nicht ungewöhnlich. Mein Lieblingsrechner heißt Dr. Nim. Er kam in einer Pappdeckelschachtel an, auf der ein Papa mit seinen zwei Kindern zu sehen ist, wie sie sich voll Begeisterung einem Computerspiel widmen. Die drei sitzen vor einer Art Konsole mit ein paar Hebeln. Der Junge dreht gerade an einem davon, dahinter hängt an der Wand ein Bild mit zwei Gewehren. Sie spielen Nim. Nim ist ein sehr altes Spiel, man sagt chinesischen Ursprungs. Es gibt ein paar Varianten davon. Hier ist eine sehr einfache, man nehme 14 Murmeln, 13 davon blau und harmlos, die 14. Murmel aber gelb, die böse Murmel. Zwei Spieler wechseln sich ab, der eine nimmt eine, zwei oder drei Murmeln. Das habe ich Ihnen alles schon gesagt. Ist egal, wiederholen ist. Dann ist der andere an der Reihe und nimmt ebenfalls eine, zwei oder drei Murmeln. Das geht so hin und her, bis einer der beiden böse Murmeln nehmen muss und verloren hat. Wenn es um künstliche Intelligenz geht, verwendet man solche Strategiespiele oft als Gradmesser dafür, wie gut Rechner bereits denken können. Garry Kasparov, damals Schachweltmeister, 1996 eine Partie gegen den Computer Deep Blue verlor, erregte dies in der Öffentlichkeit großes Aufsehen. 2016 dann gelang einem Computer in dem ungleich komplizierteren Spiel Go der Sieg gegen Lee Sedol. Und auch Dr. Nim gewinnt fast immer, wenn man gegen ihn antritt. Doch es gibt eine Besonderheit. Denn Dr. Nim ist aus Plastik. Sieht man sich dieses wunderliche Gerät etwas genauer an, so
besteht jetzt im Wesentlichen aus einer schräg aufgestellten roten Plastikplatte, auf der ein paar charakteristisch geformte weiße Klappen montiert sind. Rollt eine Murmel auf dem Weg von oben nach unten über so eine Plastikklappe, so wird diese durch das Gewicht der Murmel verstellt. Ein beweglicher Zeiger unten in der Mitte weist so dann entweder links auf Dr. Nim oder rechts auf den Player. Steht er rechts, kann man als Spieler ein, zwei oder dreimal auf den Hebel rechts unten drücken, da wo meine Hand ist, jetzt einen kleinen Hebel, was jeweils oben eine Murmel auslöst. Ist man fertig, stellt man den Zeiger zurück auf Dr. Nim, drückt noch ein letztes Mal auf den Hebel rechts und jetzt ist Dr. Nim dran. Und auf magische Weise laufen eine, zwei oder drei Murmeln durch den Mechanismus, bis am Ende der Zeiger wieder auf Player steht. Und das ist auch schon alles. Kein Motor, kein elektronisches Bauteil, nichts dergleichen. Ich halte seit Jahren an der Universität Wien die Einführungsvorlesung Grundlagen der technischen Informatik, in der es vor allem um Hardware geht, also darum, wie ein Stück Silizium zusammen mit ein bisschen Strom ganz alleine Berechnungen ausführen und logische Entscheidungen treffen kann. Oft bringe ich dabei Dr. Nimm die erste Vorlesung mit und lasse Studierende dagegen antreten. Der Grund ist einfach. Um Technologie zu verstehen, muss man sie zunächst entzaubern. Und das kann einem kaum eindrücklicher gelingen, als wenn ein Mensch ein banal scheinendes Spiel gegen ein banales Stück Plastik verliert. Man verliert und verliert. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne vorführen. Ich bräuchte also jemanden, der schon immer mal gegen eine künstliche Intelligenz antreten wollte. Finde ich da eine Freiwillige oder einen Freiwilligen? Man kann sich nur blamieren, keine Angst. Ich baue es dabei mal auf. Sie schauen so interessant, vielleicht, ja. Schon verloren, ne? Also ich sage es nochmal, ne? Das hier sind im Wesentlichen das, was man Bits nennen würde. Ne? Wenn das oben steht, ist es eine 1, wenn das unten steht, kann man das sehen? Kann man das, sonst müsste es vorkommen. Oder wir können es auf den höheren Tisch hier tun, pass auf. Und hier ist also die böse Murmel, Sie sehen das auch. Die Anzahl der Murmeln ist irrelevant, also es funktioniert für alle, nur da kann man es besonders schön sehen. Jetzt müssten Sie entscheiden, möchten Sie als Erster ziehen oder soll Dr. Nimm als Erster ziehen? Das ist mal die erste Entscheidung, die Sie treffen können. Soll der Nimm als Erster ziehen? Gut, dann stelle ich das hier jetzt hier auf Dr. Nimm. Schauen Sie her, da steht hier, na wo steht, hier steht Dr. Nimm, gell? Okay, ich drücke jetzt hier einmal auf diese Taste und wir sehen, was passiert. Okay, kann man das sehen? So, Dr. Nim hat eine Kugel genommen und der Pfeil steht jetzt beim Spieler. Jetzt sind Sie dran. Sie können ein, zwei oder dreimal auf diesen Knopf da unten drücken. So, er hat zwei Kugeln genommen. Und jetzt ist wieder Dr. Nim dran, ich stelle das zurück. Ich drücke einmal drauf, schauen wir, was er macht. Aha, er nimmt auch zwei Kugeln. Jetzt sind Sie wieder dran. Ganz wagemutig, er nimmt 3. So, was macht Dr. Nimm? Dr. Nimm nimmt 1. Jetzt sind noch 5 Kugeln da, sehen Sie das? Und Sie sollten aufpassen, dass Sie nicht die letzte kriegen. Ne? Nur Mut. Er nimmt 1. Jetzt ist Dr. Nimm an der Reihe. Eine, zwei, drei Kugeln und Herr Baumgartner hat verloren. Wollen Sie es probieren? Na komm! Nur Mut! Sie sehen, die Aufgabe der Kugel ist unter anderem aber auch Energie zuzuführen. Das ist also ein sogenannter gravitationsbasierter Rechner im Gegensatz zu den elektronischen, die Sie sonst haben. Na, so. Fangen Sie an, soll ich anfangen? Sie fangen an. Steht es auf Player? Ja, steht auf Player, oder? Ja. Also, bitteschön. Sie nehmen eine Kugel, gut. Dann kommt Dr. Nimm an die Reihe, ich drücke einmal.
nimmt auch eine Kugel. So, was machen Sie? Sie nehmen eine. Was? Halt, umstellen. Ist wieder Dr. Nimm, Dankeschön. Dr. Nimm ist an der Reihe. Er nimmt eine, er nimmt zwei. Sie sind dran. Boah, was war das? Er ist jetzt drüber gesprungen, oder? Habt ihr das auch gesehen? Nein. Vorsichtig. So, eine. Nur eine, gut. Dann ist Dr. Nimm wieder an der Reihe. Eine, zwei und drei. Sie nehmen eine. Jetzt sind wieder vier übrig. Dr. Nimm ist an. Er kann immer noch was anderes machen, man weiß es ja nicht. Aber es ist natürlich eine künstliche Intelligenz, die ist natürlich schlau. Und die Gelbe bleibt für Sie übrig. Sie wollen es nochmal, kommen Sie nochmal. Probieren Sie es auch nochmal. Machen wir noch die Statistik ein bisschen schlimmer. Wollen Sie anfangen oder Dr. Nimm? So, Dr. Nimm. Steht hier Dr.? Ich kann es nicht lesen. Gut, also ich drücke einmal drauf. Dr. Nimm nimmt eine Kugel, Sie sind dran. Sie nehmen zwei. Dr. Nimm ist dran. Dr. Nimm nimmt auch zwei. Sie nehmen drei. Dr. Nimm ist dran. Aha, es nimmt immer noch eine. Der wird schon vorsichtig, sehen Sie. Nur Mut. Wirklichkeit sind wir es, die diesen
Geschehen eine Bedeutung zuschreiben. Unsere Entscheidung, selbst zu beginnen oder Dr. Nim anfangen zu lassen, interpretieren wir als ersten Zug in einem Spiel. Alle weiteren Aktionen interpretieren wir wieder als Züge, hinter denen wir ebenfalls eine Strategie vermuten. Man will ja gewinnen und dasselbe unterstellen wir Dr. Nim. Und wenn wir dann verlieren, schreiben wir das allzu schnell einem denkerischen Vermögen zu, das uns offenbar gegenüber sitzt. Es ist äußerst interessant, die Studierenden bei dieser Erfahrung zu beobachten. Es ist kein Zufall, dass ich Ihnen das Mikrofon an den Mund gehalten habe. Das erste Spiel gehen Sie sehr optimistisch an und stutzen erst, wenn Sie es verloren haben. Dann beginnen Sie, haben Sie das beobachtet, von dem Mechanismus wie von einer Person zu reden. Er macht jetzt dies oder das. Er nimmt eine Murmel oder noch eine. Interessanterweise ist Dr. Nim niemals ein Sie. Wenn Sie es dann ein paar Mal versucht haben, geben Sie meist schon auf, sobald Ihnen Dr. Nim noch genau 5 Murmeln übrig lässt. Das haben wir auch beobachtet gerade. Denn, wie Sie gesagt haben, nehmen Sie dann eine Murmel, nimmt er 3, bei 2 nimmt er 2, bei 3 aber nur eine, sodass die Summe in jedem Fall 4 ergibt und Mensch daher am Schluss auf der bösen Murmel sitzen bleibt. Wohlgemerkt, die Studierenden warten nicht erst ab, ob das auch tatsächlich passiert. Dr. Nim könnte ja noch Fehler machen, sondern geben das Spiel schon an dieser Stelle auf. Das Entscheidende ist tatsächlich diese Zuschreibung. Wir schreiben dem, was wir hier sehen, eine Bedeutung zu. Es ist unsere Entscheidung, das zu tun. Und das Regeln, nach denen das Spiel verläuft sozusagen, geben wir vor. Und das ist einfach nur eine harte Implementierung eines Computerprogramms. Wenn wir es heute programmieren würde mit einem elektronischen Rechner, würde das Programm genauso ausschauen, wie Sie es hier haben. Also das ist kein Spielzeug, das ist eine künstliche Intelligenz, die Sie hier haben. Da ist nicht mehr dahinter. Sie schauen so erschreckt. Haben Sie sich was anderes darunter vorgestellt? Und das ist bei ChatGPT genauso. Sie haben von ChatGPT gehört. Das Programm wird für mich auch immer komplizierter, immer vielfältiger. Ja, aber die Idee. Die Grundidee ist immer die gleiche. Die Grundidee ist bei ChatGPT, Sie bekommen eine Frage und Sie würfeln ein erstes Wort aus, nach einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie möglicherweise eine sinnvolle Antwort eines Menschen auf diese Frage beginnen würde. Wenn Sie dann dieses Wort haben, dann würfeln Sie das nächste Wort und dann wieder das nächste und so weiter und so weiter. Am Schluss kommt da, ich sage jetzt nicht, es kommt ein Satz heraus oder ein Text heraus. Es kommt eine Sammlung von Worten heraus, denen wir zuschreiben, das sei ein Text. Aber das ist es nicht. Das schaut zwar auf den ersten Blick so aus und ChatGPT ist auch schlau genug gemacht, dass man da zum Beispiel diese Antworten nicht auf einen Schwupps kriegt, sondern so nach und nach, ich weiß nicht, ob Sie das mal beobachtet haben, das denkt ja so zeitlich verzögert, schreibt erstmal ein bisschen was und dann noch was dazu, haben Sie das beobachtet? Das ist alles fake. Das ist hineinprogrammiert, nur um das Menschliche erscheinen zu lassen. Das ist technisch nicht, überhaupt keine Notwendigkeit. Technisch steht die Antwort fest in dem Moment, wo Sie auf Enter drücken. Uns wird es so verkauft. Und das ist das, was man einfach mal, was ich Entzauberung der Technologie nenne. Wir haben jetzt zwar überhaupt keine Zeit, aber ich führe Ihnen das gerne auch noch vor, wenn Sie Interesse haben. Ja. Wir kommen nämlich jetzt zum wahren Erfinder von ChatGPT, Wolfgang Amadeus Mozart. Ich hoffe, das überrascht Sie jetzt. Man weiß es nicht ganz genau, was auch wirklich ist, aber jedenfalls ist 1793 ein Büchlein erschienen, dass ich hier den Titel abgedruckt habe, Anleitung, Walzer oder Schleifer mit 2 Würfeln zu komponieren, so viele man will, ohne etwas von Musik oder Komposition zu verstehen. Von Wolfgang Amadeus Mozart.
Was hat er gemacht? Oder was macht dieses Büchlein? Dieses Büchlein besteht zunächst mal aus einer Sammlung von 176 Takten Musik. Und dann gibt es da noch diese Tabelle hier. Diese Tabelle besteht aus 2x8 Spalten und 11 Zeilen. Sie sehen, von 2 bis 12, das sind 11 Zeilen. Das sind alle Ergebnisse, die Sie mit 2 Würfeln werfen können. Das kleinste ist 2, das größte ist 12. Und die Idee ist jetzt, das werden wir jetzt dann gleich machen, da brauche ich dann wieder 2 mutige Freiwillige, die mal ChatGPT spielen wollen. Wir würfeln damit eine Zahl, dann gucken wir in der Zeile nach. Wenn ich jetzt zum Beispiel 9 würfle, dann schaue ich hier nach, der ersten Spalte ist für den ersten Takt, dann steht hier 119, dann nehme ich den Takt, der mit 119 nummeriert ist, und das ist der erste Takt meines Walzes. Dann würfle ich wieder, kommt eine 4 raus, meinetwegen, schaue ich in der zweiten Spalte, Takt Nummer 95, ist der zweite Takt meiner Komposition. Okay? Und das mache ich 8-mal und dann nochmal 8-mal, dann habe ich eine zweiteilige Komposition, eine Walzer. Einverstanden? Sie sehen die Ähnlichkeit zu ChatGPT hoffentlich. Ich habe einen Takt und dann würfle ich den nächsten. Und der Prompt, was man heute Prompt nennt, also die Frage an dieses System ist, komponiere mir eine Walzer. Okay? So. Da gibt es jetzt ziemlich viele Möglichkeiten, können Sie sich vorstellen. Es sind in Wirklichkeit, glaube ich, 45 Milliarden Möglichkeiten. Also wenn man jedem Menschen in Europa ein Klavier vor die Haustür stellen würde und jeder Mensch spielt darauf 100 Jahre lang, 24 Stunden täglich nur Walzer, dann kommen wir einmal durch. So viele Möglichkeiten gibt es da. Also die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist sehr flach. Es gibt aber eine Möglichkeit, die trotz alledem am wahrscheinlichsten ist. Die wahrscheinlichste Lösung, der wahrscheinlichste Walzer, der rauskommt, ist der Walzer, der hier in der siebten Zeile vermerkt ist. Gut, den habe ich Ihnen einmal komponiert. Der sieht dann so aus. Und ich werde Ihnen jetzt das mit meinen bescheidenen pianistischen Fähigkeiten zum Besten geben. Und danach, wenn Sie Lust haben, komponieren wir einen anderen Walzer. Und dann schauen wir mal, wie die sich unterscheiden. Und ich suche das dann hier auf meinem Fundus heraus, klebe es zusammen,
und in 2 Minuten haben wir einen neuen Walzer. Und Sie müssen kontrollieren, dass die beiden nichts falsch machen. So, wo geht's? Was will ich Ihnen sagen? 3? Okay. 32. Gut. Und hier, Takt Nummer 32. Gut. 12. Schöpfungshöhe, dass man von Urheberrecht sprechen kann. Weil ich sage es nochmal, es ist natürlich kein Walzer, es ist eine Sammlung von Takten, denen wir zuschreiben, es sei ein Walzer. Sie hören also Walzer von Wolfgang Amadeus Mozart, Welturaufführung. Das Ding, damit kann man viel einfacher programmieren. Haben Sie vielleicht schon mal gehört. Sie sagen, ChatGPT, schreibe mir ein Programm, das Dr. Nim gegen Dr. Nim gewinnt, und dann schreibt Ihnen das ein Programm.
das einigermaßen funktioniert, aber halt so nochmal einen Programmierer braucht, der drüber schaut in aller Regel, dass man es halt so hinbiegt. Weil das Problem am Programm ist, wenn da nur ein Bit falsch ist, kann man das Ganze wegschmeißen. Das ist also sehr darauf angewiesen, programmieren, dass das ganz präzise ist. Okay? So, jetzt denken Sie das Ganze mal weiter. Wenn man ein Programm korrigiert, das jemand anders geschrieben hat, ist das in aller Regel deutlich komplizierter, als wenn ich es selbst geschrieben hätte. Weil ich muss mich in die Gedankenwelt des anderen hinein vertiefen. Hoffentlich hat es gut kommentiert, dann geht das einfach. Meistens kommentieren Programmierer überhaupt nicht. Bei Ihnen ist es ja klar. Der andere Programmierer muss das aber, wenn er Fehler finden will, nachvollziehen können. So, dafür brauchen wir einen sehr erfahrenen Programmierer. Richtig? Und wo kriegen wir den her, wenn wir den jungen Leuten sagen, ihr braucht nicht mehr Programmieren lernen, weil das macht das sowieso? Seht ihr das Problem? Jetzt am Anfang, Welpenschutz, auch ChatGPT hat eine Welpenschutzphase. Jetzt am Anfang macht das alles noch lustig ausschauen. Wenn wir 10 Jahre warten, wird es keine Programmierer mehr geben, die in der Lage sind, die bis dahin natürlich viel komplexeren Programme, die ChatGPT produziert, in irgendeiner Weise noch in den Griff zu bekommen oder zu verstehen oder gar zu richtig zu stellen. Weil warum sollte man das machen? Weil diese Erfahrung kriege ich ja erst, indem ich die einfachen Sachen mache, die das ChatGPT angeblich gut kann. Da wünsche ich der Wirtschaft viel Vergnügen, wenn man da einfach jetzt blind drauf losgeht und sagt, okay, kurzfristig, ja, mag das so funktionieren, aber langfristig habe ich da eben so meine Zweifel. So, darum geht es also in meinem Buch. Es orientiert sich an Kant als Kompass. Auch das ist wichtig. Sie kennen von Kant ja diese berühmten 3 Fragen. Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Es ist mir deswegen wichtig, weil in unserer heutigen Diskussion sehr, sehr oft immer nur die ethischen Aspekte angesprochen werden. Sie kennen vielleicht dieses Trolley-Problem, wo es darum geht, Sie haben ein selbstfahrendes Auto und es wird ein Unfall bauen, unvermeidbar, und dann ist die Frage, fährt es nach links, wo 3 Krankenschwestern spazieren gehen, oder fährt es nach rechts, wo so ein alter Informatikprofessor am Straßenrand steht. Naja, und das muss sich irgendwie entscheiden, ja, und darüber gibt es ja heftige Diskussionen, kann man das gegeneinander aufwiegen. Ich meine, die Lösung ist ganz einfach, es muss so verunglücken, dass der Fahrer als erstes dran glauben muss. Dann löst sich das Problem von vornherein, weil kein Mensch solche Autos kaufen wird. Und zu Recht, weil das nämlich die Lösung ist. Ich kann das Risiko nicht einfach auslagern. Wenn ich so ein Ding betreibe, dann muss ich dafür gerade stehen, wenn es in eine Situation kommt, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Und wenn ich das mache, dann ist die natürliche Reaktion des Autos, dass es überhaupt nicht mehr fährt, weil es am sichersten solche Situationen verhindert, wenn es stehen bleibt. Damit löst sich das ganze Problem von vornherein. Also es ist nicht, warum es überhaupt eine Diskussion ist, kann man hinterfragen. Aber mein Punkt ist, das ist eben nur eine von diesen 3 Fragen oder von diesen 4 Fragen, die der Kant gestellt hat. Er hat eben auch gefragt, was kann ich wissen? Das ist natürlich auch sehr relevant im Zusammenhang mit diesem Ganzen. Ich bin gleich fertig. Nee. Geben Sie mir noch 5 Minuten dann. Oder 10 oder so. Um 9 Uhr fährt mein Zug. Also da kann ich sehr beruhigen. Und vor allem gibt es auch die Frage, was darf ich hoffen? Der Kant hat ja 3 Kritiken dazu geschrieben. Das wissen Sie. Die Kritik der reinen Vernunft, die sich mit dem Wissensproblem beschäftigt, der Epistemologie. Die Kritik der praktischen Vernunft, die sich mit der Ethik beschäftigt, und die Kritik der Urteilskraft, die jetzt interessanterweise sich mit Ästhetik beschäftigt. Also die Frage ist, wie würde denn eine Digitalität ausschauen, die schön ist? Das ist ein Aspekt, der interessiert in der Programmierung und in der Formatur überhaupt nicht. A priori. Es soll halt laufen, sind Ingenieure, die erinnern sich an Homo Faber. Ich plädiere, auch wenn ich nicht weiß, wie es ausschauen soll, ich plädiere für eine schöne Informatik, weil der Kant hat sich was dabei gedacht. Und all diese 3 Fragen fasst der Kant dann zusammen in der Frage, was ist der Mensch? Und da sind wir dann im Endeffekt
wirklich bei dieser Überlegung, brauchen wir die Technologie, die wir haben, haben wir die, die wir brauchen? Was brauchen wir eigentlich? Und hat uns da irgendjemand irgendwann mal gefragt? Der demokratische Diskurs muss hier anfangen, dass man die Leute überhaupt einmal fragt. Und da sehe ich uns Informatiker, wie gesagt, sehr stark in der Pflicht, da auch mal aus der Defensive zu gehen. Und deswegen sitze ich auch hier und ich sitze gerne hier und ich sitze in vielen Schulen und ich sitze in vielen solchen Veranstaltungen, weil es einfach wichtig ist, dass man auch mal mit der Disziplin redet, die das Ganze verursacht. Da gibt es erschütternde Gegenbeispiele. Die österreichische Bundesregierung hat 2019 einen Rat für künstliche Intelligenz und Robotik eingerichtet. In diesem Rat war kein einziger Informatiker. Bei allem Respekt für den Rest, es war dabei von Leute von der Arbeitskammer, es waren dabei Juristen natürlich, die sind immer vorne dran bei so einem Thema, es war eine Computerpsychologin dabei, was auch immer das ist. Alle Ehrenwerte, wie gesagt, ein Ethiker. Und dieser Rat ist nicht weiter überraschend zu skurrilen Ergebnissen gekommen, das können Sie gerne auch in meinem Buch dann nachlesen, sodass er sich sehr schnell von selbst aufgelöst hat. Jetzt vor einigen Tagen hat der Staatssekretär Turski oder Ex-Staatssekretär Turski als eine seiner letzten Amtshandlungen einen neuen solchen Rat eingesetzt. Da gibt es jetzt wenigstens immerhin mit Horst Bischof als Vorsitzenden einen Menschen, der Informatik vertritt und studiert und glaube sogar noch zwei oder drei andere. Also man lernt tatsächlich auch in Österreich aus Fehlern offenbar, aber sowas dürfte natürlich überhaupt nicht passieren, ehrlich gesagt. Und das ist für mich schon ein Phänomen, dass da die Informatik nicht präsent ist in diesem Dialog. Der wird bestimmt von Juristen, der wird bestimmt von Politikern, der wird bestimmt von Soziologen, der wird bestimmt von Gott und der Welt. Die sehen den Punkt. Also das ist schon etwas, warum ich gesagt habe, wir müssen reden. Die Informatik hat das erkannt, auch dass sie da raus muss. Da gibt es seit einiger Zeit eine Bewegung, die sich digitaler Humanismus nennt. Das ist an der TU Wien. Ja, also an der TU Wien haben sie diese Sachen schon vor 15 Jahren gemacht. Und ich habe das aufgegriffen 2015 in meiner Antrittsvorlesung an der Uni Wien. Aber 2019 ist dann tatsächlich eine Initiative daraus geworden, die der ehemalige Dekan der Informatik Hannes Werdner sehr stark vorangetrieben hat, wo sich die Informatiker mal zusammengetan haben und tatsächlich gesagt haben, okay, wir müssen da irgendwas dran ändern, wir müssen uns mehr in die Pflicht nehmen. Ja, das hat es tatsächlich ins aktuelle Regierungsprogramm sogar geschafft, aber wenn Sie auf der vorletzten Seite mal nachschauen, steht da was vom digitalen Humanismus. Aber wie das halt mit vorletzten Seiten in Regierungsprogrammen so ist, passiert ist da nicht allzu viel. Ich wollte nur mal darauf hinweisen, man kann auch darüber diskutieren, ob das der richtige Ansatz ist. Spoiler, nein, weil man einfach nicht den Humanismus aus Renaissance-Zeiten so übertragen kann in die heutige Zeit. Da muss man sehr viel mehr vernetzt denken, sehr viel mehr systemisch denken. Aber es ist ein gutes Wort einfach. Aber es geht eigentlich ja um eine humane Digitalität statt um einen digitalen Humanismus. Insofern ist es, ja, sind wir nicht ganz glücklich, aber es heißt halt nun mal so. Gut, so sieht mein Buch also demgemäß aus. Da vorne, das habe ich Ihnen ja vorgelesen. Wenn Sie wissen wollen, wie Dr. Lind das macht, übrigens, kaufen Sie mein Buch. Dann gibt es hier vier Kapitel, das Wahre, das Gute, das Schöne und der Mensch. Zwischendurch immer wieder so kleine geschichtliche Exkursionen, das habe ich Ihnen auch ein bisschen erzählt. Da gibt es unfassbare Geschichten, also insbesondere der Kurt Herzstark hier, ich weiß nicht, ob der Ihnen ein Begriff ist. Ich habe es jetzt leider nicht mit, weil ich es nie vergessen habe. Das ist der Erfinder des ersten digitalen Taschenrechners der Welt. Und der Herzstark, ich erzähle die Geschichte noch kurz, weil sie einfach so einprägsam ist. Der Herzstark war Sohn eines Rechenmaschinenfabrikanten in Wien, also Wien war damals das Zentrum der Welt, aber eines der Zentren, das war Silicon Valley quasi, zu Kaiserzeiten noch, weil da die ganzen Technologien sich zusammengesammelt haben. Da gab es also sehr, sehr viele Rechnermaschinen und das hat sich dann auch ins frühe 20. Jahrhundert übertragen. Der ist also in diesem Kontext aufgewachsen, aber er wollte natürlich irgendwas besser machen als sein Papa und hat sich eben auf diese Idee eines Taschenrechners fokussiert.
Der ist also tatsächlich konstruiert worden, der nennt sich Kurta, nach seinem Vornamen. Ich beschreibe das auch, oder es gibt auch Bilder, ich habe jetzt gesagt, ich habe ihn nicht mit ein wunderschönes Maschinchen, so groß ungefähr, hat da oben so einen Drehhebel, schaut aus wie eine Pfeffermühle im Wesentlichen. Man kann Zahlen einstellen, dann dreht man, dann werden die oben hineinaddiert, dann gibt es oben so Ergebnisregister. Schauen Sie sich das mal an. Das Entscheidende an dieser Geschichte ist, der Herzschlag war Halbjude, ist 1942, haben sie zwei Mitarbeiter von ihm verhaftet. Der geht zur Gestapo-Zentrale in Wien am Morzinplatz, das ist ein Schwedenplatz, da war die Gestapo, wollte die rausholen aus dem Gefängnis und ist selber verhaftet worden und kam ins Konzentrationslager Buchenwald. Als normaler Häftling. Und im KZ Buchenwald trifft er durch einen unglaublichen Zufall einen früheren Geschäftspartner, der dort mit der Lagerleitung verhandelt hat wegen Leuten halt oder wegen irgendwas. Der erkennt ihn, der fragt ihn, was er da macht natürlich. Ne? Und der steckt dann, also so erkläre ich es mir im Naheliegen, man weiß es nicht ganz genau, so könnte es gewesen sein, der steckt dann der Lagerleitung, dass da eigentlich ein Chemie und die den Häftlingen ist. Und die Lagerleitung macht Herzstark dann das Angebot, er könne doch seinen Taschenrechner im KZ fertig konstruieren. Und wenn er dann fertig ist, dann überreicht ihn, wird ihm das Konzentrationslager dem Führer zum baldigen Endsieg als Geschenk überreicht. Er könne das gerne machen, in seiner Freizeit. Was auch immer das bedeutet. Und der Herzstark hat natürlich keine Wahl, hat gesagt, ja, mach das, war schlau genug, so lange zu konstruieren, bis der Krieg vorbei war. Ja, also das hat ihm tatsächlich das Leben gerettet. Ist dann nach Liechtenstein gegangen, weil sie ihn in Wien nicht haben wollten, ja, die alte Geschichte vom Propheten in der Heimat. Und hat dann da 1948, 1949 eine kommerzielle Produktion aufgezogen, also von diesen Dingen gibt es 140.000 Stück, die können Sie auch noch jederzeit auf eBay erwerben, das kostet so 1.500 Euro das Stück etwa. Hochtechnologie, bis 1972, als die ersten elektronischen Taschenrechner kamen, aber mit diesem Ding, mechanisch durch dieses Kurbeln, hat man noch die Concorde zum Beispiel berechnet, diesen Überschallflieger, weil man nichts anderes hatte. Wie denn? Ein Taschenrechner, der auf 16 Stellen genau rechnet, besser als jeder Taschenrechner, den Sie jemals in der Hand haben. Ich mache immer meine Break-Budgets damit. Das funktioniert großartig, er macht ja auch keinen Fehler. Und das Interessante an diesem Rechner ist, wenn Sie, ich war jetzt neulich mal in Liechtenstein im Museum, dort haben wir die allerersten Exemplare angeschaut aus dieser Fertigung. Wenn Sie das vergleichen von 1949 mit dem, was 1972 produziert worden ist, nicht die geringste Änderung. Das Ding war vom ersten Moment an perfekt konstruiert. Das Einzige, was er falsch gemacht hat, das ist so eine Metalldose, in der man den aufbewahrt. Und diese Metalldose, die hat sich, muss man im Uhrzeigersinn öffnen und das hat sich mit der Drehkurbel im Uhrzeigersinn irgendwie verhakt, sodass die leicht kaputt gegangen ist beim Öffnen. Deswegen hat er das dann gegen den Uhrzeiger gemacht. Das ist die einzige Änderung. Jetzt denken Sie mal drüber nach, über Software, die heute produziert wird, die beim Kunden reift, in einer Beta-Version und jede zwei Wochen, weil irgendein Scheiß gemacht worden ist, eine neue Version ausgespielt werden muss oder man dann ganz verzichtet drauf, das überhaupt noch zu erneuern. Das ist eine Maschine, die ist entstanden im Tanz mit dem Tod. Und deswegen ist das Ergebnis so perfekt. Da sehen wir wieder den Punkt, den ich schon erwähnt habe, dass das, was wir hier an Technologie haben, es hängt sehr stark mit den Menschen zusammen, die es gemacht haben. Und diese Geschichten versuche ich eben auch zu erzählen. Und vielleicht höre ich an dieser Stelle auf, weil es jetzt doch schon lang geworden ist. Und wir können gerne noch natürlich in die Diskussion einsteigen. Ich habe Ihnen, also die weiteren Folgen sind nur noch so Hauptthesen im Wesentlichen, also dass ich sehr dafür plädiere, beim Denken über den digitalen Wandel, so diese üblichen Innovationszyklen, was passiert nächstes Jahr, was passiert in 5 Jahren, wann brauche ich jedes Jahr ein neues Smartphone, das mal zu vergessen und einfach lang zu denken. Das hat die Greta Thunberg in einer Rede vor dem Europäischen Parlament mal kathedrales Denken genannt.
Kathedralen, die früher gebaut worden sind, wo der Baumeister am Anfang genau wusste, er wird nie im Leben mitbekommen, wie das Ding am Schluss ausschaut. Trotzdem hat er sich sehr genau überlegt, wo er den ersten Stein setzt. Weil wenn der schief geht, dann fällt das Ganze um. Dass wir also, wenn wir über diese Welt, die wir da gerade bauen, nachdenken, auch mal 2, 3, 4, 5, die Irokesen sagen, 7 Generationen nachdenken. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Die Irokesen verfolgen die Idee, wer ist denn der erste Mensch, der mich nachvollziehbar direkt beeinflusst hat? Das ist, falls wir das Glück hatten, das zu erleben, unsere Urgroßmutter. Das sind die Eltern, Großeltern, dann die Urgroßmutter. Was diese Urgroßmutter in ihrer Jugend erlebt hat, das hat einen direkt noch nachvollziehbaren Einfluss, weil ich sie, ich kannte meine noch, Gott sei Dank, weil ich sie erlebt habe. Und genauso kann ich dann denken, okay, und das, was ich mache, das beeinflusst ja nicht nur meine Kinder, sondern meine Enkel und auch noch meine Urenkel. Und dann komme ich auf insgesamt 7 Generationen. Daher kommt diese Gedanke, ich finde es sehr, sehr, vielleicht sagen, berührend, als Idee von einer Größenordnung. Ob es jetzt 100 Jahre sind oder 300 Jahre, soll dahingestellt sein. Aber es kann nicht sein, dass wir über Digitales nur im Jahrestakt nachdenken. Das kann einfach nicht sein. Und davon müssen wir wegkommen. Ich argumentiere sehr stark, dass Informatik, das haben Sie ja mitgekriegt, nicht mehr eine technische Disziplin ist, dass es eine politische Disziplin geworden ist, mit allen Implikationen. Ich argumentiere sehr stark, dass wir uns über die Narrative, um die es in dieser Diskussion geht, sehr genau Gedanken machen. Denn Daten sind nicht das neue Öl. Vergessen Sie das. Daten sind die neue Macht. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Was man uns einreden will mit Daten sind das neue Öl, dass es eine Ressource ist, die klappt, die enorm Energie hat, jederzeit verfügbar und doch kontrollierbar. Ich habe ja einen Feuerlöscher. Vergessen Sie es. Und Daten sind ein politischer Faktor. Das kriegen wir allenthalben mit. Das ist eben ein Teil dieses Wendepunktes, den ich versucht habe zu skizzieren. Ich plädiere sehr für Diskurshygiene. Auch dazu noch ein kleines Beispiel vielleicht aus der Vorrede meines Gastgebers, wo er gesagt hat, was haben Sie da gesagt? Das ist Fluch und Segen. Das Wort und gibt es in fast jeder Sprache, außer in Bulgarisch. Im Bulgarischen gibt es für und zwei Wörter. Ich weiß das zufällig, weil eine Frau aus Bulgarien kommt und man hat ja dann nur eine Chance, wenn man ein bisschen was davon versteht. Deswegen habe ich irgendwann mal Bulgarisch gelernt. Ich habe also mir dieses Buch zugelegt, Survive Bulgarian. Das hat die 400 wichtigsten Wörter der bulgarischen Sprache in alphabetischer Reihenfolge erklärt, aber nur auf Bulgarisch und mit Zeichnungen. Na? Sie fangen also da vorne an. Im Alphabet, das erste Wort heißt A, wie es der Zufall will, dieses A ist dann hier so erklärt, Sie sehen das, da ist dann ein Text drunter, der heißt, keine Ahnung, Nelly geht zur Post und Peter geht zur Bank. Also auf Bulgarisch, ich müsste es nachlesen, warte mal, kann es Ihnen mehr vorlesen. Also da drunter steht, Rostek Otiva Rus Poshtata, a Todor Otiva Rus Bankata. Otiva heißt geht, der eine geht zur Punkt, der andere zur A. Und Sie sehen unten diese Pfeile. Sehen Sie das? So. Dann gibt es aber noch ein zweites Wort für und. Das nennt sich I. Folgendes Bild. Peter chatte Westnik, I Nelly chatte Westnik. Peter liest Zeitung und Nelly liest Zeitung. Bitte? Und Sie sehen zwei Pfeile. Ne? Sehen Sie die? Wieder? In dieselbe Richtung. Und dann gibt es noch ein drittes Wort, das Wort No. Das sieht folgendermaßen aus, das können Sie nicht lesen. Nelly, da war Kaffee, na Peter, no toine iska Kaffee. Nelly gibt Kaffee und bietet Peter Kaffee an, aber der will keinen. Und die Pfeile gehen konfrontativ zusammen. Sehen Sie das? Das sind die einzigen drei Möglichkeiten, wie man zwei Pfeile anordnen kann. Aber es sind drei. Und in unserer Sprache unterscheiden wir nicht zwischen diesen drei Möglichkeiten. Wir haben nur zwei Wörter. Wir haben und aber. Und jetzt ist die Frage, wenn der Kollege sagt, das ist Fluch und Segen, welches von den beiden uns ist es denn?
und, wo wir sagen, wir suchen so eine Art Kompromiss, da zieht was nach rechts, da zieht was nach links und irgendwo in der Mitte werden wir dann schon was finden, was nicht sehr Fluch ist und ein bisschen Segen und. Oder ist es das I und, das sagt, es ist Fluch und Segen zugleich und wir kommen da nicht drum herum. So wie eine Chemotherapie, wenn Sie Krebs haben, unabdingbar bedingt, dass Sie die Haare verlieren. Ja, dann können Sie sich entscheiden, was Sie höher prior haben. Halbschwanger gibt es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, welches dieser beiden und die richtige Antwort in diesem Kontext ist. Ich will nur darauf hinweisen, wir müssen uns das überlegen. Und zwar ehrlich überlegen. Das ist das, was Meyer Göbel, eine Kollegin von mir aus Deutschland, Diskurshygiene genannt hat. Dass wir da ganz ehrlich uns das anschauen müssen, ist uns so ein Kompromiss, ist das etwas, was wir eben wollen, oder müssen wir anerkennen, dass zum Beispiel die Nutzung sozialer Netze, jetzt ein ganz drastisches Beispiel, bei jungen Leuten dazu führt, dass sich in ihren Hirnen Muster ausbilden, die nicht von dem vom enormen Suchtgebrauch zu unterscheiden sind. Das wird ja derzeit auch gerade dieses Thema, ganz genau, diskutieren. Ja. Ich denke mir auch, wenn Jugendliche 3-4 Stunden täglich. Es sind 8 Stunden. Geht verloren. Es sind 8 Stunden. Es sind 7 oder 8 Stunden. Aber da geht es wieder zurück. Warum hat man das zu dem Zeitpunkt, als das rausgekommen ist, erledigt? Konnte man das nicht voraussehen? Nein, konnte man nicht. Das ist das Problem. Und der Punkt. Im Nachhinein. Nein, da geht es aber nicht. Das ist der Punkt, den ich versucht habe zu machen. Als man soziale Netze eingeführt hat, war es mit guter Absicht. Der Zuckerberg in Harvard, der wollte einfach Mädels kennenlernen. Und deswegen hat er unter den Studenten Facebook gegründet. Wunderbar! Das, was daraus geworden ist, das ist das Problem. Und das muss uns klar sein. Jede einzelne ursprüngliche Lösung kann ich wunderbar argumentieren. Es ist wunderbar, wenn ich mit künstlicher Intelligenz Hautkrebs besser erkennen kann, als Ärzte das können, oder zumindest Anzeichen dafür erkennen. Aber wenn ich mit derselben künstlichen Intelligenz Menschengesichter erkennen kann, die, von denen ich glaube, dass das Verbrecher sind, und die dann vielleicht rausschmeiße oder sonst was, dann ist das ein I und kein A und. Da gibt es keinen Kompromiss. Und wenn ich das will, das eine, wird das andere mitkommen. Und das ist unsere Entscheidung als Gesellschaft. Weil eine künstliche Intelligenz, die nur das Gute tut, gibt es eben nicht. Ja? Unser Enkel ist ein wundervoller Fan von Drohnenfliegen. Und jedes Mal, wenn er zu uns kommt, fliegen wir so kleine Drohnen. Sehr gut, dieselben Drohnen töten in der Ukraine Menschen und wo sonst noch auf der Welt. Und das müssen wir ehrlich so sehen. Und dann ist die Frage, wenn ich eben junge Leute, wenn ich vor der Frage stelle, erlaube ich Heroinkonsum für junge Leute, da sagt man natürlich nein. Aber es ist für soziale Netze nichts anderes. Und dann muss man tatsächlich darüber nachdenken, die einfach abzudrehen. Es tut mir herzlich leid, wenn ich jetzt so emotional werde. Ich lebe ohne Smartphone. Das ist mein Telefon. Ein wundervolles Stück Technologie. Ich kann meine Frau und überall auf der Welt anrufen, das tut genau das, was ich will. Ich finde Smartphones mühsam, also meine Wurstfinger kommen nicht zurecht mit diesen Tippereien auf diesem Bildschirm. Wenn ich was tippen will, nehme ich halt den Laptop. Ich finde die einfach unpraktisch und deswegen lebe ich ohne das. Und ich lebe gut, glauben Sie. Nicht, weil ich ideologisch bin in dem Punkt. Es ist einfach unpraktisch. Es raubt mir Zeit und Nerven. Warum sollte ich mich dafür entscheiden? Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir es wirklich ernst nehmen. Bis jetzt, wie gesagt, war das alles Spielerei. Jetzt sehen wir diese Ergebnisse. Ich habe eine Kollegin, die genau diese Forschung macht und die Hirnscans anschaut. Und die das einfach sieht. Die sieht, dass der präfrontale Kortex, weiß nicht, ob Sie den kennen, das ist das, was hier vorne unter der Schädelplatte ist, das ist der Teil des Gehirns, der dafür zuständig ist, bewusst auch mal Nein zu sagen. Also ein Teil braucht das hier. Der entwickelt sich und ist ausgereift im Alter von 25 Jahren. Das weiß man seit langer Zeit. Und dann ist meine Frage schon, wollen wir eine Generation, die keinen präfrontalen Kortex besitzt? Weil genau das züchten wir momentan heran. Und ich sehe zumindest
Lass mich mal vorstellen, ich bin kein Maschinenstürmer. Wenn man diese Technologie den Leuten überlässt, die was davon verstehen, ist das eine wunderbare Gelegenheit, Gutes zu tun. Nur in der Art und Weise, wie sie sich momentan präsentiert, muss ich, wenn ich ganz ehrlich bin, und Sie vielleicht auch, wenn Sie einfach mal ganz ehrlich sind, sagen, erstens, ist das ein A-und oder ein I-und? Und wenn es ein I-und ist, was heißt denn das? Und um diese Entscheidung werden wir langfristig nicht herumkommen. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.